und 2 Minuten hier ist das Piratenradio, live vom Nerdpol mit mir, mit dem Schulze und der Forschungstorte, die jetzt auch im Hintergrund ist, die meldet sich gleich zu Wort. Ja, heute Abend gibt's eine interessante Sendung und zwar mit der Person, die am 11.12. verhaftet wurde. Was ist da passiert? Zumindest fangen wir mal ganz von vorne an. In der Nacht zum Donnerstag, also am 9.12., wurde der 16-jährige Jirenzör unter dem Vorwurf verhaftet, maßgeblich die durchaus erfolgreichen Angriffe gegen Visa, PayPal und Mastercard mit der zur Verfügungstellung von ERC-Verträumen unterstützt zu haben. Das war das erste Opfer quasi, was zu beklagen ist. 2 Tage später traf es dann die Person, die wir gleich sprechen werden, nämlich den 19-jährigen Erwine mit dem bürgerlichen Namen Margin Gonlack aus der niederländischen Ortschaft Hogeland. Dem wurden ausgerechnet Attacken zur Last gelegt, die unter anderem die Webseiten der Staatsanwaltschaft in Den Haag, der niederländischen Polizei und dem Bezahldienst Money Brokers betroffen haben. Tja, und diese Angriffe wurden wohl auch, denke ich mal, aus Solidarität mit dem zuerst verhafteten Jugendlichen gestartet. Zumindest wurden bei der Verhaftung, wie von Margin oder auch von Mirenzo, mit einer Spezialeinheit durchgeführt der niederländischen Polizei, nämlich der National High Tech Crime Investigation. Ja, und war wohl zumindest so erst geplant, dass er 13 Tage Userhaft bekommen sollte. Das, wie gesagt, war dann wohl nicht so. Er hatte uns im Vorgespräch erzählt, dass es auch nur 24 Stunden gewesen ist, die er dort in Haft verbracht haben. Wurde oder so ähnlich. Mein Gott, ich bin gerade jetzt aufgeregt. Ist ja egal. Ich schalte mich jetzt mal zu den beiden hin. Ich sage erstmal hallo Forschungstorte, hallo L. Hallo. Meine tatkräftige Unterstützung quasi heute. Ja, gut, ich bin sozusagen der Translator-Bot heute. Der Translator-Bot, ja, genau. Und ich sage natürlich auch hi Martin. Hallo. Hallo to the Netherlands. Ja, okay. Forschungstorte, dann würde ich mal sagen, ich übergebe dir das goldene Mikrofon jetzt einfach mal. Du legst los. Yeah, okay, welcome to the Pirate Radio. I will now talk English so that our dear guest also understands what's going on, and I welcome you very much to the show. Hello, thank Martin. You, thank you. Yes, and Schultz has just given a short intro what happened, and I would first like to ask you, how did you experience everything that happened? What sort of triggered you to actually take part in Operation Payback, and how did everything happen? Why did I decide to take part? I think the major change that came up was when I read that America was going to hold a day of a national press freedom, a national day for press freedom. Well, they are trying to work down WikiLeaks, and I thought that was quite hypocritical of them. Yes, of course. I think everyone who actually has a sane brain inside their head actually started facepalming and thought, oh my God, they're doing all this sort of building up all these facades of, yeah, we're the land of the free, we're the people that let people say what they want. We have our First Amendment, blah, blah, blah. But on the other hand, behind everyone's backs, up until the cables were leaked, they could keep little dirty secrets, which have now been shown to the public, thanks to WikiLeaks and the brave people actually handing those leaks out to them. Yeah, props them, to be honest. I mean, I think they're doing an awesome job, and I hope they keep going for a long time, because what they're doing is really good for the world, and, well, maybe in a way it isn't, but we just have to know what's going on behind the scenes. And because what I want to first about say about this is that, for instance, what I've been watching in German mainstream media, like the Spiegel are also the German sort of news institution that had this deal with WikiLeaks, like The Guardian or The New York Times, I think it was. Hope I didn't get the names wrong now. I know The Guardian did, from England. And they had lots of
reports on what Operation Payback was doing, who was being attacked, and they were also talking about the low-orbit ion cannon, Loik. Yeah. And one reporter in one of the texts that were online was sort of also criticizing and sort of very subtly saying that it's only 16-year-old kids doing silly things. But the very interesting thing was the feedback that came from all the readers was saying, you could also notice from how some people wrote these comments was they were older people who also knew about the civil rights, sort of had also maybe been through the civil rights movements of the 60s or later in the 80s when it was also against atomic power plants, atomic power generation. And those people said, what those kids are doing there is that, like the sit-ins we used to do in our civil rights movements, and this is only taking it into the digital realm. How do you see that? Well, there's 15, 16-year-old kids who think after they read, I can download this program and I can fire at a random site. I think those are the people ruining it for the people who actually stand behind a big point and who actually want to make a point out of it. I mean, yeah. We're not some criminals. We're not after money or whatever. We're just we just want attention for WikiLeaks, Julian Assange, and for the freedom of internet. I mean, it's that simple. Yeah, that's exactly right. And there was a very interesting German, also on a German IT news site called Telepolis. There's a big article on, I think since today or late yesterday, about especially concerning German legislation about what DDoS attacks, if they are always to be seen as IT sabotage, or also what happens if, in this case, this civil disobedience case came about and people were not only had their zombie computers that might have been hijacked by some hackers to DDoS some kind of porn sites by people who run other porn sites, but actually volunteers to sit down, install this program, say, I'll either do it on my own or have the hive mind fire the DDoS attacks for me and sort of generate this kind of cyber demonstration. Well, I think we all know that it's legal. There's rules for that. I'm not gonna go around the rules. They exist. I respect that. But I definitely think that, for instance, 6 to 9 years for a crime like this is a bit much. And I think that if you just on the streets with 10,000 of people, that causes damage to the economy as well, because they don't work, the company gets damaged. I mean, I think that's worse than actually what we're doing. All we do is we make a site unavailable for a couple of hours at max, and we don't cause any damage. What did you actually feel like when you were doing it, when you actually got down to say, okay, I'm going to take part in these attacks? What emotions were going through you then? Well, I just thought it was time to actually do something myself. I mean, I don't want to be the kid who complains about things but doesn't actually do anything about it. So, in that case, that's all I thought. I just don't want to be that guy who, you know, who complains in the background and doesn't show his face and stuff like that. Yeah, it's the same as people that either at home sit and talk to their wife or husband, say, oh, I hate these politics, blah, 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 but don't get their ass off from their CT and still watch television all day. Yeah. Instead, there are people like us. I'm a member of the Pirate Party, also go to several demonstrations, and we in Berlin in September every year there's a big demonstration called Freedom Not Fear, Freiheit Statt Angst, and several other local things. You go out, even if it's bloody cold outside, you go out, get your signs, go picketing against what the government's doing or against ACTA and internet censorship and so on and so forth. And my next question would be how the police came in with everything that happened. How the police came in? Well, actually, I was still sleeping. It was about 5 o'clock in the afternoon, and I was still sleeping.
I heard police, really loud screaming, and I thought it was a joke of my friends at first, but they kept screaming, and eventually they came into my room, and I knew that it wasn't just a joke. They were here with around 8 to 10 people in my house, so it was quite overwhelming. But I actually didn't really think that much of it. I just thought it was rather, well, I could laugh about it. Let's just keep it at that. Yeah. Okay, so they weren't that intimidating that you actually were able to see something humorous about it. And I bet you also might have thought this is like in a movie. Well, I just woke up, so obviously it was a bit, I was a bit distracted and stuff. But as soon as I actually woke up, I was awake completely. I just stood there with a big smile, actually. I mean, I knew what it was about, and I knew that it happened, especially after the attack on the Dutch prosecutor's website. So, I kept it in mind, and I mean, why make a big trouble out of it if I can just take it easy and just relax? Yeah, of course. That sounds very sensible. And then what happened afterwards? If you maybe give a short recap for our listeners. Sorry, can you repeat that? I mean, what happened? So the police were in your house, in your room, I guess. Yeah. And how did everything happen? Do you feel like explaining to the to our listeners what it was like? Actually, they grabbed you, or were they friendly? And how were you taken into the custody? Well, at first it was quite intimidating, I guess. It was, I mean, you wake up with people standing over you, screaming. So yeah, it was a bit intimidating. But I could just get dressed and stuff. I could brush my teeth. I could go to the toilet and grab some clothes. So that was quite relaxed, actually. They were being quite nice to me. The only thing that I could not do is obviously call people. I couldn't go to the toilet on my own. Like, the door had to be on a small opening. So for the rest, it was quite relaxed. I mean, when they were ready to take me to the station, the guy in charge said, well, it's a long ride and I don't want to put you in cuffs, so if you can tell me that you will just stay calm and I won't put you in cuffs. Okay, so you could actually talk to them about the situation. They didn't just treat you as if you were some kind of mass murderer or something. Nah, when you have 8 to 10 cops in your home for a small thing like this, obviously it's a bit overreacting. But I didn't get treated like a murderer or anything. Even the Dutch prosecutor's website certainly made me look like I'm a big criminal. Ah, okay, good. And what you told me beforehand, you were taking to a station that was 2 hours away from your house. Yeah. And what happened then when you got there? Were you interrogated? Were they asking questions? Or were you just put in a cell? I was obviously, I have to, like, they have to check my stuff first that I took, like the shoelace in my shoes. I had to take those out, or like, and not have my shoes on, things like that first. Then I got taken to my cell. Basically, they told me how the panel works, like the light, heating, radio, because I could listen radio as well. Okay, so you weren't actually cut off from the world completely. No. But after like 5 minutes, my lawyer was there, so I went into a little room to talk with my lawyer through the glass, and it was a good conversation. After that, I got taken to the detectives and a woman from the prosecutor, who basically charged me. Who formally charged me with something, and then I got to talk to my lawyer again as I got charged, and after that they interrogated me for about 2-3 hours, I think. Maybe 4. I'm not completely sure. Yes, and then you were taken to your cell. Yeah, and I was taken to my cell again, and basically had to just slept for a couple of hours. I think I slept about 2 or 3 hours.
from 2 to 4 or something like that, and then I slept for like 5 minutes every hour, and that was it. Yes, and what also concerns me now, what did your parents, your friends think about the situation you got yourself in? Well, my parents obviously weren't too happy, especially because, I didn't know until I got home Sunday night, but there was a lot of media contacting my parents, and they didn't like that at all, obviously. Also, they weren't too happy that I did something illegal, but yeah. And my dad understands why I did it, and... they just didn't like the media attention, I guess. Yeah, I couldn't imagine, because I think they might have just think, oh, we're just these normal people and our son goes out, does these crazy things, even if they're for a good cause, and we get molested by the press. Yeah, it's, I mean, I can understand that that they don't like it. My friends also got contacted by some media, but they were pretty relaxed about it. They when I got back, I basically just hurrayed that I got back. And Did you get a welcome back party? Well, I actually was quite tired, and Monday during the day, I spent my whole day talking to the press from about 8 o'clock in the morning until I think 11 in the night. So I actually haven't had real time to talk to them. I mean, I saw them for like 10 minutes for 10 minutes, and then they left home again because they had to work. Tuesday there was a birthday for my friends, and well, when I came in, basically they all stood up and clapped for me, and all just cheered. Wow, that sounds pretty overwhelming. Yeah, and of course I have to give a shout out to my friends at Dutch who supported me as well, and who took me in as a hero as well, basically. So, yeah, and how did the public in the Netherlands actually react to what you did and what the press wrote about you? What the press wrote about me, well, I'm not completely sure what they thought about it. I mean, I'm just trying to use the press now so that I can make the point. So, if they want to put me down as a criminal, that's their problem. I mean, been checking the different Dutch news sites, what they might have been writing about you, googling around, no? Nah, I mean, I've read some sites, but I'm not going to check them all. I mean, if I Google my own name, then I get about 20 pages, I believe. So I'm not too bothered. I mean, I'm doing my story, and if they decide to put me in a bad daylight, then that's completely up to them. So if they want to fuck me over with that, and next time I just simply don't talk to them again. Yeah, that's actually a quite good way to handle them, because and what do you think the general public, do you maybe sometimes think about what the atmosphere is like, if you might have workmates, colleagues, or do you work or do you go to university? No, I don't work or go to university. I work sometimes, and for the rest I just do my own things at home. I do know, for instance, on my profile site, a lot of people posted kind messages. Well, kind messages, they calling me hero, cheering for me. There, of course, there's also been some bad some people who want to speak bad and just think that they actually know what they're talking about. Idiots saying, like, why next time do it via proxy? I mean, those are just the people that I ignore, because, I mean... DOSing via proxy does not work. Everyone who knows a little bit about the internet knows this. So I just ignore those people. Yes, and how did it happen that you were actually released so fast after you were they took you in custody? I wasn't completely sure about it, but apparently the 16-year-old boy Runes did a bit more than I did. He apparently was a leader in one of the channels. Also basically gave orders to, from what I saw, I'm not completely sure, but he also gave orders to the Hive, from what I know. Yeah. So, yeah.
Okay, so they might have seen you as just someone who they might have just caught on the side. Yeah. Yes, and they must have had some kind of evidences or lack of evidence where they say, okay, we have to let him go, or... Well, no, I was honest with the cops because, I mean, I can be lying to them, but then I'm just making it worse for me. Yeah. I was just open with the cops, and well, the main reason, I guess, that I was released so early was because he did something else, and I wasn't the leader on one of the channels or anything. I didn't use the Hive. Okay, so you were just someone DOSing on your own. Yeah, basically. Okay, so I guess they were just going to see if they could find someone else on the infrastructure. Yeah, I think that they definitely used me for that. I mean, after all, they still have my computer, and they still have my phone. And I mean, why would you take my phone if you're not trying to get after the people who of course control the Hive? Yeah, and what do you think of this new tactic that's out? I've been reading things about this Operation Leak Spin that sounds like a very intelligent campaign. Well, is going through all those leaks and this mass journalism. Well, I also heard about one where they want to fax. Yeah. And I mean... in all honesty, I think the one that's the most effective is the one that I got arrested for. Yeah. Simply because there's a lot of media attention to it, and the media attention is just what we need, because that way we can get our ideology out there and our points and why we do it. So, I mean, who's going to care about being faxed? It's not going to get on the news if you fax someone constantly. It's not going to, I mean, yeah, sure, if you, with the leak spin, if you find something really interesting, but it's going to be out there anyway. And yeah, I think making a point through this, taking down a company, basically making sure that no one can enter the website anymore, I think that's a more nicer approach to get media attention and stuff, and get attention for what we're doing. Yeah, and I've got Schulze here, our DJ, asking a question in the IRC to me. Is do you have any regrets of doing no. it? No, yeah, I don't have any regrets. I'd definitely do it again. If I went back in time, I'd definitely do it again. The only thing that I would think twice about would be the Dutch prosecutor's website, and if I would actually attack that. Because that's been the website that actually got me arrested. So yeah, of course, because you then chose a target that was just too strong and too close to you. Actually, also no. No? It's too different. Close, yeah. By then. Well, obviously it's a government website, but the thing is, it got chosen for a reason. It didn't get chosen by Anonymous. It wasn't targeted by Anonymous. We actually didn't use a lot of people on it. I think there was about 5 people. The reason why it got chosen was to test a new program, and that was it. So we used a new program to take down that website, and yeah, that was it, actually. It was never anything to do with WikiLeaks or any of my ideologies that I told you about earlier. So yeah. That was just something on its own. Which was pretty stupid. I can say that it was pretty stupid. Was it maybe sort of a reaction to retaliate for the 16-year-old Dutch guy that was no? Well, so it was. Well, for me it wasn't. For me it was just to test the program. I don't know if they took that website like to test it, but in the meantime take some retaliation for the guy that was arrested. Yeah, that I can't say anything about, but for me personally, it was just for testing the program. Yeah, okay, so that you know what Loic actually does. Okay, good. Yeah. Is there anything else you would like to Loic. Say? I know you were using something else. We were using Hoik, a better which is much stronger than Loic, and that's why not a lot of people had to attack the Dutch prosecutor's website. Okay.
Okay, good. Of course, that sounds like something very interesting. But I think what I'd rather like to talk to you about is generally, you were saying it's important to you to protect freedom of speech, a free internet, and all the things that, of course, the pirate parties worldwide are fighting for. What is your view on the pirate parties? What they are sort of trying to achieve from an sort of from a political point of view, also going through a more official ways of changing things. Yeah, what do you think of this? I definitely think that what they're doing for the internet and stuff like that is good. I definitely think that if they want to make a big party and a good party, that they should focus also on other stuff and not just the internet and internet freedom and stuff. Because, I mean, after all, there's more politics in the world than just internet freedom. And you're not going to get into the government by just going for one thing. You need to have a point for everything. Yes, that's actually something that the German Pirate Party has been going through, that it's actually been very widely realized that there is a political world outside the internet and outside the things we were initially protesting and trying to change. And actually, we're getting a lot more recognition since we have since our last convention in Chemnitz we had about a month ago. It actually got a lot more attention. The public was noticing that we actually exist outside of the internet and that we are more than just people that want to change these core topics that we've got. Yeah, well, as I said, I mean, if they want to become big and if they want to be real, then they definitely have to do things like going after other things. I mean, there's defense, there's economy, there's all sorts of things other besides the internet and internet freedom. I mean, no one's going to, in a like mind, anyone who has a bit of a clue regarding politics is not going to vote for a party only stands for one thing and one thing only. Yes, I've just sent out a request on Twitter if anyone has questions to you. Let me see, I might have already received some from the public. Let me see. Someone has been asking again if you would do the same again. And I think you've already answered that question. I think I've already answered that question. Yes, I would do it again if I went back in time with the knowledge that I have now about what would happen. But I just would think twice about Dutch prosecutor's website. Yeah, and would you do it from the point of view from the time we are in now? Would you do it a second time without going back in time? But maybe tomorrow, if you had the urge, would you think, I will go for it again, or would you think, rather not? Right now, I'm staying away from from every possible illegal activity. I mean, the only thing that it's going to do is hurt my case at the moment. I mean, I'll have to appear in front of court probably. So, if I'm going to go back and attack another website right now, then it would hurt my case. So I'm definitely not gonna do anything now. The only thing I'm doing is talking to media, trying to get my point out there. Yeah, and have you also, I don't know that much about politics in Netherlands. Are there any other sort of political or NGO organizations around that you might have considered to join? No, I'm not really, for the rest, I'm not really into politics that much. I think that it's corrupt. They say it's democracy, but I think it's purely corrupt. I mean, you vote for something and you know that the whole country votes for it, yet those parties don't ever get into the top. So yeah, I'm not really too bothered with the real politics there. I just am for internet freedom, obviously, and I just want to make sure that that we can just say what we want on the internet and basically do what we want. I mean, obviously, we'll have some rules to a certain limit, but
Yeah, I've got another question here coming in. It's from M. Pingu. And what do you think about the warning from Stallman before using Loic? Have you heard of that? What warning? Stallman. I think Richard Stallman, he, the founder of GNU, general, the Free Software Foundation people. Hope I get they've got the names right now, but he's one of the people that sort of before Linux actually started, he and some others already started in these free software projects very early, and he sent out a warning about using Loic. What do you think about that? I think it's up to anyone who wants to use it. If someone wants to use it, then and they know the consequences, then they should definitely. Yeah. Definitely to do it. I mean, not that I want to put anyone up to doing it now. I mean, I know that it could sound like I'm putting up anyone up to it now. But yeah, if someone wants to do it, then they should do it. If they know the consequences and they are not scared of it, then I mean, ignore the warning. But yeah. I do have to say that it's illegal, so you can be arrested for it, as shown with me. But yeah, yes, it's up to a person itself. The person asking the question also put another aspect in because of Stallman being from the Free Software Foundation and the open source software. His warning was because Loic is not open source, so that if you have enough knowledge of maybe going into the source code, looking at it, maybe making it better, taking bugs away, making it less dangerous for yourself to use. What do you think about that? That it is not open source. Are you interested in open source software? I think open source is very good. I mean, it means that anyone can participate on the internet, so that's definitely a good way of getting software out there. Also, a good way to make sure that your software doesn't get pirated, obviously. I think that Loic is open sourced, as far as I know. I'm not completely sure on this, however. So I think anyone can look into the code and make it better if they want to, but. Yeah. Yes, I've got another question from Madbrain. He asks you, did you know about or participate in Anonymous before the WikiLeaks events? I'll be honest, I didn't participate that much, simply because, I didn't see much reason. Obviously, I was still for WikiLeaks. I was still, even before this big thing happened, the only thing that I participated in mostly was sometimes being on 4chan and just a few simple things, but nothing serious that happened there. Yes. So, okay. Oh yes, it was from a guest, but this mad brain actually forwarded it. And I would like playing a song to relax for 2 minutes. Yes. This song hast du ja vorgeschlagen. Yes, I proposed that Schulze play a song that was sort of fit to the situation you're in or how you're feeling. Do you know the very old song Je ne regrette rien by Edith Piaf? No, I haven't heard it. It's an old French chanson, and it's actually a great song, so let's go for it. It's only 2 right, minutes so. And 19 seconds. Ja, hier sind wir wieder, es ist 21:38, der Schulze hier mit der Forschungstorte und dem Martin. Wir haben jetzt ein interessantes Interview mittlerweile schon gehabt, jetzt haben wir mal eine kurze Pause eingelegt. Ich gucke hier nochmal, ob irgendwelche Fragen hier sind. Das Piratenpad war öffnet wohl, das ist vertrollt. Wer hätte es gedacht? Ja, übrigens, die Torte wird auch gleich noch eine Zusammenfassung machen in Deutsch oder auf Deutsch. Und damit da ihr natürlich auch nochmal ein paar Leute verstehen können, was auf Englisch hier gesprochen wurde. Nicht jeder ist der englischen Sprache mächtig. Ich übergebe jetzt einfach das Mikrofon der Torte mal wieder. Ja, hallo zurück nach der wunderschönen Edith Piaf.
Ich habe jetzt noch mal mir überlegt, aufgrund der derzeitigen Lage hier in Deutschland, unseren netten Interviewpartner zu fragen, ob er jemals was vom Jugendmedienschutzstaatsvertrag gehört hat. Und ich denke wahrscheinlich nicht. Und ihm dann das erläutern, was zurzeit hier in Deutschland los ist, und ich einfach mal sehe, was für eine spontane Reaktion ich daraus bekomme. Weil schließlich haben wir jetzt sozusagen schön hier in der Öffentlichkeit einen Ausländer und können dann auch sehen, wie das so rüberkommt. Okay, I've got a question to you. Are you still here? Yep. I don't know how much you've been following the media about German net politics. I haven't been following it a lot. Yes, because a couple of years ago, people from the, I think it was the SPD in Palatinate, Rheinland-Pfalz, had the idea to reform a kind of, I would call it a kind of framework law, a federal framework law for youth media protection. This means things like putting different kind of age stamps on something and say this is appropriate for people over 6, people over 12, people over 15 or 16 and 18 and so on. And for this rating, they actually, here in Germany, they've got a nice phrase they coined saying old men with biros in their hand. These old men and women with biros in their hand thought of, hey, why don't we just invent watershed for the internet? Meaning different times when different things are allowed to be broadcasted that are appropriate for different ages, groups that will be active at this time, like things that aren't good for little children will only be able to be broadcasted on the internet after 10 o'clock at night. Has anything like that come to your ears over in our neighbor country? No, I actually haven't heard anything about that. And I have to be honest, I get quite a lot of information in Germany, quite a lot of news since my dad works there. So I can hear quite a lot through him. But I actually never heard anything of this. So. Yeah, because the thing was that the plans to push this through were sort of kept a little bit undercover, sort of covered up until people that were especially interested in net politics found out about that and, of course, started heavily protesting against it until now, at the end of the year, every local state parliament, there are 16 of them in Germany, has to vote on them, on these changes. And right now, most of the countries, the different states have, of course, approved of this, except for the state of North Rhine-Westphalia, which is right next to Holland, the Netherlands. And due to a lot of scheming and a lot of real hiccups and, I would just say, pure political lunacy, they have actually decided to vote against this new framework law, even though we know that they actually are for this law. And there's a lot of, let's say, a lot of glee out there saying, even if they've lost their minds, these politicians, they're at least in their insanity, maybe only mistakenly doing something right. I'm not completely sure what my point would be on that, to be honest. I mean, Do you maybe have similar things in the Netherlands? Maybe sort of these schemes to protect the children from child pornography and evil pornography and even evil depiction of violence in order to just sort of set up a censorship infrastructure? I don't think it's going to... it will help, to be honest. I mean, if someone wants to go on the internet and he wants to look at something, then he will. I mean, just look at it like this. They have been trying to get down the Pirate Bay .org for a couple of years now, and they're still up and running. If you really want to censor something, then that's not going to work.
people will find a way to get around it. So in a way, I don't think it's a bit pointless, in my opinion. I mean, yeah, sure, it would be good if kids are never going to be around child porn again, because it's just freaking awful. But, of course. But sadly, I just think that that it's going to be on the internet no matter what. Yes, of course, because it's part of human nature, and everything that happens in the offline world is reflected onto the internet. My question was, are there any political forces active in the Netherlands that wish to establish a censorship infrastructure, like Cecilia Malmström on the European level is trying to enable this? I'm actually not completely sure if there's anything in the Netherlands like this. I mean, I'm sure that some people are for censorship, that they are pro-censorship. But I haven't heard too much. I think in the Netherlands it's still quite okay-ish regarding censorship. So, I don't think that there's a lot around, at least not in the mainstream media and mainstream politics. Because we've, here in Germany, you could say if you're a active netizen, someone who's online a lot and actually lives on the internet, like most of us here, actually sometimes feels as if this topic is being whacked around the ears every day. I guess if it's being whacked around your ears, then you'll hear about it and you'll know about it and have a point about it. But in the Netherlands, I don't think there's such thing, not in the mainstream media at least. And as I said. Oh yes, okay. Now I've got another question coming. What do you estimate are the chances for the mirror distribution of the WikiLeaks mirrors concerning bandwidth? And what do you think, how will WikiLeaks be able to survive maybe through all this mass mirroring? And do you have any ideas how one could, on an alternative way, give donations to WikiLeaks without having to use MasterCard, Visa, and PayPal? I'm not completely sure about alternative ways. I mean, I think that it's being hard for them to donate to them. I'm not completely sure, but I heard some rumors that a Dutch company is going to support WikiLeaks and make donations available through their company to them. Okay. So that's one point that I know, but I'm not completely sure about this. What is this company called? I don't actually know. I just read it in the Dutch channel on the MRC, anonymous MRC. Yeah. If someone there who's listening right now could help me with this, then and I'll get back to that on in a bit while they tell me the company. Okay, so I'll say this in German, because maybe some Germans have heard it. Hier wurde gerade erzählt, dass er hat Gerüchte gehört, dass es eine niederländische Firma geben soll, die sich eventuell bereit erklärt, WikiLeaks Spendengelder direkt weiterzureichen, um somit einen neuen Zufluss an Geldern zu ermöglichen. Wenn das jemand da draußen schon mal was davon gehört hat, weiß, welche Firma das ist und vielleicht ein paar Hintergründe, wende sich doch bitte an das Piratenradio. Ich denke, da wären wir alle sehr daran interessiert. Wunderbar, dann wären wir mit dieser Durchsage durch. And now then, is there anything else you would like to say? Because otherwise I'd like to go into the summary in German so that I can explain to all the German listeners that didn't understand everything to them. No, there's nothing else that I would like to say besides shout out to the people in Dutch, in the Dutch channel. Yeah. And to everyone to just keep supporting WikiLeaks and keep supporting the cause. Yes, great. So, thank you very much for coming in tonight. It was a great honor for us, and I hope you have a very nice evening. Thanks, you too. Thanks for doing this. For me, natürlich auch. For me too. And have a good evening, and thank you.
Can you have it? Yeah. Okay. Bye, Martin. Bye. Ciao. Ja, das war der Martin. Ja, das war, muss ich sagen, war sehr interessant, sehr aufschlussreich. Und ich werde jetzt direkt mal in die Zusammenfassung gehen. Ja, für deutschen Zuhörer. Er hat also einfach erzählt, wie er, ich fange jetzt mal bei Null an, wie er einfach den Kaffee aufhatte, mit dem, wie diese großen Firmen wie Mastercard, PayPal und Visa da die Zahlungen da unterbunden haben, wie generell die USA und die Mächtigen in Anführungszeichen WikiLeaks unterdrücken wollten, obwohl diese Offenlegung der ganzen Daten und die Cables ja natürlich dem demokratischen Prozess ja sehr zugutekommen, ja. Im Gegensatz, dass sie irgendwie demokratieschädigend sei, wie sehr viele konservative Stimmchen verlauten lassen. Und das für ihn so die Ausschlaggebende war einfach dieses Gefühl, ich habe den Kaffee auf, ich möchte nicht einfach nur so ein Stammtischphilosoph sein, der sich beschwert und nichts macht, und hat sich also wirklich hingesetzt und gesagt, so, ich werde jetzt hier diese virtuelle Kanone nehmen und da mal ein bisschen rumschießen. Und was die Sache betrifft mit dem Bereuen hinterher, sagt er, er würde jetzt natürlich aufgrund der ganzen legalen Situation, in der er steckt, es nicht mehr tun. Aber wenn er die Zeit zurückdrehen könnte, würde er es wieder tun. Mhm. Und einzig und allein den Angriff auf die niederländische Staatsanwaltschaft auslassen, weil er selber gesagt hat, das war eine ziemlich bescheuerte Geschichte und ziemlich unsinnig von ihm. Und das hat ja gar nichts mit der wirklichen Mission zu tun. Ja, was hatte er dazu gesagt? Wie ist er jetzt überhaupt so schnell freigekommen? Was hatte er dazu gesagt? Er hat gesagt, also ich erzähle halt die ganze Polizeigeschichte nochmal auf Deutsch, damit das auch schön ausgebreitet wird. Und zwar, er meinte, er war halt früh am Morgen, 8 Uhr circa, wurde er geweckt. Jemand klopfte an die Tür und sagte, Polizei, Polizei. Und er ging erst davon aus, dass es sich um einen schlechten Scherz von Freunden, Familie handeln würde. Und dem war nicht so. Es war tatsächlich die Polizei und es standen eine stellige an Menschen, an Polizisten in seinem Haus, in seinem Zimmer. Und er wurde zwar etwas gemütlicher, aber er wurde abgeführt. Er hatte zwar Zeit, sich anzuziehen, sich zurechtzumachen, Zähne putzen, aber zum Beispiel aufs Klo gehen konnte er nicht in Ruhe, da musste die Tür auf sein. Und ja klar, vielleicht hat er irgendwo in irgendeinem Versteck einen geheimen Computer und könnte wieder was ganz Schlimmes tun. Interpretiere ich da mal rein. Und wurde dann zu, so wie ich es verstanden habe, eine Art Polizeipräsidium 2 Autostunden von seinem Wohnort entfernt gefahren und wurde halt erstmals verhört, befragt, 3-4 Stunden lang, hat eine Zelle bekommen, in der er circa 24 Stunden insgesamt da bei der Polizei war. Ja. Und nachdem Staatsanwaltschaft und Polizei natürlich auch nach Rücksprachen mit dem Anwalt, den er bekommen hat, rausgefunden, eben sozusagen er auch natürlich gestanden hat, sehr kooperativ war, als einfach es klar auf dem Tisch war, dass er jetzt nicht Teil eines großen Netzwerks war, sondern einfach ein spontaner Mensch war, der gesagt hat, so, ich mache jetzt mit, ich ergreife sozusagen meine digitale Waffe als Bürger und schließe mich dieser digitalen Bürgerwehr einfach mal an und zeig mal diesen großen Firmen, diesen Goliathen, was ein David ist. Okay, ja, das hat er gemacht. Ne? Ja. Was sagte er denn dazu? Er hat das, glaube ich, auch gefragt mit dem 16-Jährigen, der aktuell ja noch in Haft ist. Also der 16-Jährige, hat er gesagt, so wie er es mitbekommen hat, ist auf jeden Fall viel mehr in dieser Infrastruktur drin, die diese Hive Mind da steuert, die also dieser, so wie ich das jetzt der Presse entnommen hat und anderen Infos, ist das halt sowas, die ganzen DDoS-Attacken, wenn du als Logic-User bereit bist mitzumachen, dass man sich da irgendwie einklinken kann und irgendjemand dieses Hive-Mind dann steuert. Ich weiß, das klingt irgendwie wie was aus einem Star Trek-Film mit Borg-Beteiligung. Ja, ich stelle mir gerade so kleine Borg-Kuben vor, wie sie auf Visa Mastercard fliegen. Sehr lustiger Gedanke.
könnte man vielleicht mal was mit Photoshop machen. Lustig, aber auf jeden Fall hat dieser junge Mann, dieser 16-Jährige aus den Niederlanden, ist hingegangen und war sozusagen wirklich mehr Teil davon, auch im IRC angeblich. Er sagte Leader, aber ich denke, er ging davon aus, dass es ein Opfer, Operator, der einfach ziemlich viel Infrastruktur am Laufen gehalten hat. Also ich habe auch irgendwo der Presse entnommen, dass er vielleicht auch was damit zu tun hatte, dass da so ein großer Server von den Leuten in den Niederlanden stand oder steht. Dann hatte ich ihn ja auch gefragt, was seine Eltern und Freunde davon gehalten haben. Ich glaube, das hatte ich soweit rausgehört, die waren nicht so ganz amüsiert darüber. Ja, die Eltern natürlich als, wie ich seine Aussage entnommen habe, eher so etwas private, normale niederländische Bürger fanden es natürlich erstmals nicht besonders erfreulich, dass ihr Sohnemann durch eine strange Online-Aktion die ganze Presse auf ihren Hals geschickt hat, ob es wollte oder nicht. Wohnt er noch zu Hause? Hat er das gesagt? Ja, ja, also so wie ich es entnommen habe, ich habe es nicht direkt gefragt, wohnt er zu Hause? Martin, you are here to, frag ich mal, er ist noch da. Are you there? Do you still live with your parents? Yeah, I still live with my parents. Okay. Yeah, that's how I deducted. So I just didn't want to ask directly straight away. So ja, also nochmal auf Deutsch. Also er lebt zu Hause und seine Eltern waren also wirklich nicht gerade hoch erfreut, dass plötzlich die ganze Presse sie kontaktierte. Auch seine Freunde wurden kontaktiert und er meinte noch dazu, dass sein Vater ihm aber auch gesagt hat, dass er verstehen kann, warum er seinen Sohn das getan hat, aber halt diesen ganzen Aufruhr nicht gerade sehr, sehr, sehr angenehm fand. Mhm. Und er sagte auch, dass seine Freunde also im privaten Umfeld eigentlich nur durchweg positiv darauf reagiert haben, ihm sozusagen, er war auf einer Geburtstagsparty kurz danach und hat Standing Ovations bekommen. Ziemlich süß, die Vorstellung. Und das auf Profilen in sozialen Netzwerken, dass viele Leute ihn als Held beschrieben haben. Also das, ich würde dem entnehmen, dass die Reaktionen doch wirklich mehr positiv sind, als dass sie ihn als einen vermeintlichen Verbrecher wahrnehmen würden. What would you say? Were you more by your private surroundings more seen as a criminal or, as you said, as a hero? I'm not completely sure. I don't think my friends and family see me as a criminal, and I don't actually think that even 1% in the Netherlands think that I'm a big criminal. I think I've made that point clear by now. I think they just see me as the normal guy who did something illegal, but to make a point. Were you alone at home at the time when the police came? Or? No. No, I was. My dad was upstairs, and he heard some things, and came downstairs to find 8 to 10 policemen in the house, screaming, asking where I was. So, One last question from the guest here: what is his occupation, or are you here still a student? I'm not doing a lot, but I was a student, but at the moment I just work whenever I get a job, really. Okay, good. No? So, Torte, machen wir weiter. Okay, gut. Jetzt weiter. Genau, also er bereut es nicht. Er sagte auch gerade selber, wie er es wahrnimmt, dass vielleicht irgendwie so ein klitzekleiner Prozentsatz in den Niederlanden ihn überhaupt wirklich als wirklichen Kriminellen wahrnimmt, sondern vielmehr, dass er als normalen Bürger wahrgenommen wird, der einen Kaffee auf hatte und etwas getan hat, was vielleicht im schriftlichen Gesetz illegal ist, in Anführungszeichen, aber einfach diese Tat vollbracht hat, um einen Punkt drüber zu bringen. Ein Kavaliersdelikt quasi. Genau. Ja. Na gut, Kavaliersdelikt kann ja alles möglich sein, sondern eher so ein politisch motiviertes Kavaliersdelikt, weil da steckt ja auch eine Intention dahinter. Das würde ich mal sagen. Ja, das ist quasi, ja, wie wenn wir uns auf die Straße setzen und eine Sitzblockade machen. Ja, ja, genau. Ja. Oder wie was da eben beim Castor passierte. Ja, richtig. Da war ich ja live dabei. Ich erinnere mich da gerade wieder dran. Ja, genau. Vielleicht erzähle ich das unserem Gast mal ganz kurz zur kleinen Ermunterung. I don't know, have you heard of the protests against the Castor transports in Germany? I heard about it. You mean the nuclear transports, yes, right? That's it. Yeah, I heard about and, that. And
Dennis here, der Schulze from the Pirate Radio, was also reporting live from the where everything happened, close to Dannenberg in Lower Saxony. And he himself was also part of the people that sat down, did all these sit-ins and blocking the way for the police and the nuclear transport. And it was just this biggest protest against these transport in German history that happened not long ago. And actually, you are just one of thousands, maybe millions of people, normal citizens, making a point, even though they know they have to do something that is illegal by the book, but morally is doing the right thing. Well, I think that it's simple. This is the new. This is the digital world now, and this is the new way to make your point. I mean, who's going to? I mean, let's be honest. In a small country like the Netherlands, what's a few hundred people going to do on a field surrounded by the police? That's not going to make a point, especially, maybe it makes a point in the morning news or the evening news in the Netherlands, but it's not going to make a point in the world. So I think that the things that are happening now, that's definitely good thing in my opinion. So this is simply the new way to demonstrate, I think. Yeah. Okay, good. So I yet again thank you very much for being here. If there are any other questions, questions, you may ask them now, maybe you have to us. And otherwise, I will now say in German, falls ihr noch Fragen habt, was die Zusammenfassung betrifft oder was irgendwelche Unklarheiten sind, stellt uns jetzt die Fragen. Ansonsten wird ja das auch als Stream online gestellt und wir können auch schriftlich was dazu blocken. Richtig, das gibt natürlich, die Sendung gibt es natürlich im Nachhinein natürlich zum Download. Ihr könnt sie dann euch zu Hause natürlich weiter anhören, so viel ihr wollt. Genau. Ja, ich weiß nicht, sonst mache ich jetzt noch mal kurz Musik oder so, aber was denkst du, Torte? Ja, also ich würde auch sagen, ein bisschen Musik zwischendurch, ein bisschen entspannen und dann sehen wir weiter. Genau, machen wir das doch mal. Und hier ist Frittenbude mindestens in 1000 Jahren, einer meiner Lieblingssongs. Frittenbude mindestens in 1000 Jahren, den Martin haben wir jetzt verabschiedet und Martin, da ist er mit dem J erst, glaube ich, nennt sich trotzdem einfach Martin, glaube ich. Das ist das holländische Martin oder so. Oder, Torte? Ja, ja gut, jede Sprache hat natürlich ihre Eigenheiten. Ich würde auch Martin sagen. Ja, bist du. So, genau. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, könnt ihr natürlich, also die Zusammenfassung, wenn ihr noch irgendwelche Antworten haben wollt, wir haben ja fast alles ausgeantwortet, natürlich über den Chat das machen oder ihr ruft mich hier per Skype nochmal an. In dem Fall einfach mal über meinen privaten Account. Das Schulze. Das Schulze, das ist der Twitter, der Twitter-Account, sag ich schon, der Skype-Account, mit dem ich hier gerade mehr Torte zusammengeschaltet bin. Also das Schulze, einfach mal anrufen, beziehungsweise adden und dann könnt ihr noch mal eine Frage hier direkt live on air schicken. Ja, ich fand das Interview sehr, sehr schön. War ja auch mehr wieder kurzfristig angesetzt. Ich hatte gestern Abend, wie gesagt, mit ihm Kontakt aufgenommen. Ja, und es war erfolgreich. Ich glaube, wir sind das erste deutsche Medium, was der erste deutsche Audio- oder visuelle Medium, was mit ihm, glaube ich, ein Interview geführt hat, glaube ich. Ja, und ich, wie gesagt, zeigt halt wieder, wir Piraten sind am Draht, sind näher dran als alte Männer mit Kugelschreibern. Ja, alte Männer mit Kugelschreibern, die werden morgen ja auch den JMSTV ablehnen. Ja. Die CDU, hallo, verdammt. Wieso? Ich weiß nicht, was man ihnen in den Tee getan hat, aber es hat zu diesem Moment zum Guten gewirkt. Also, ich würde gerne wissen, was das für eine Mixtur ist, weil man das denen öfters ins Wasser tun könnte. Ja, irgendwas muss ja gewesen sein, weil in Schleswig-Holstein haben sie es von der Tagesordnung genommen. Oh. Ja, also das wäre ja auch in Schleswig-Holstein morgen abgestimmt worden. Aha. Das haben sie von der Tagesordnung gestrichen, das Ding. Komischerweise. Ja, das also ist halt morgen hier in NRW. Irgendwas muss da gewesen sein. Also, was? Das, ob wir das nochmal rausfinden? Weiß ich nicht. Da bräuchte man vielleicht einen blonden Australier, der uns da ein paar Leaks gibt, aber ich glaube, der ist zurzeit verhindert.
Markus hat nochmal eine Frage, ob sich der Martin nochmal für die Meinungsfreiheit einsetzen würde und die Repressalien in Kauf nimmt. Ich glaube, das hat er geantwortet, dass es machen würde, ne? Na, der meinte, er würde es, wenn er in der Zeit zurückgehen könnte, würde er es nochmal machen. Allerdings jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, weil er weiß ganz genau, sein Legal Case ist am Laufen, er muss nochmal vor Gericht. Hm. Und er hat natürlich keinen Bock, sich nochmal erstmals mit dem Gesetz anzulegen, was ich auch verstehen kann, weil so ein Bock sitzt natürlich schon mehr in den Knochen. Spirale schreibt, es ist nur verschlüsselt und bedeutet, er sucht schon das nächste Target. Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber es ist zumindest, so eine Kämpfer, wie im richtigen Krieg. Es gibt Opfer. Mit Schwund ist zu rechnen. Kann man mal so sagen. Ja, und Krieg, ich würde es mehr als so eine klassische Bürgerrechtsbewegung bezeichnen, wo es natürlich auch Opfer gibt, wo es auch immer wieder Niederschläge, es gibt Situationen, in denen Erfolge erzielt werden und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, heutzutage zu leben, da braucht man keinen Fernseher mehr. Übrigens, er ist auch gerade noch bei uns im Piratenradio-Chat zu finden, der Martin, unter seinem Nickname Wine. Also wenn ihr noch direkte Fragen an ihn habt, dann könnt ihr sie natürlich da auch loswerden. In Englisch oder Holländisch könnt ihr euch aussuchen. Deutsch ist er nicht so ganz so mächtig. Obwohl, er wohnt gar nicht so weit weg von der deutschen Grenze. Wundert mich eigentlich. Na gut. Kann jeder Deutsch. Ja, deutsche schwere Sprache ist ja... ja du bist doch auch geborene Engländerin, glaube ich. Nein, ich bin schon in Deutschland geboren, aber ich habe wirklich das Glück gehabt, beides gleichzeitig als kleines Kind zu lernen. Aber ich habe genug Leute erlebt, die wirklich das Deutsche nach einigen Jahren als erwachsener Mensch lernen zu müssen. Und es ist ein verdammt schweres Ding. Wow, wir haben gerade großen Besuch bekommen. CB3 Rob ist bei uns reingekommen. Zur Information, wer das ist der Inhaber vom Cyberbunker in den Niederlanden zum Beispiel. Mhm. Genau. Er ist gerade in unserem IRC rein. Ja, richtig, das ist gerade in unserem IRC rein. Schreibt gerade, oh shit, ja. der kann auch Deutsch. Auch wenn er immer Englisch schreibt, aber er kann auch Deutsch. Das muss man, er macht es bloß nicht gerne, warum auch immer. Hast du denn nicht noch etwas Musik? Ich denke, es wäre vielleicht schön, erstmal so ein bisschen auszuspannen und dann können wir gucken, ob vielleicht noch Leute hier dann noch live mit dir reden. Live. Was wünschst du dir? Komm, du kannst jetzt meinen Wunsch ablassen, Frau Mutkips. Ja, Wunsch von der Frau Nerdinger. Was kannst du spielen? Spiel doch mal was von Frank Sinatra wieder. Das ist richtige Musik. Moment, muss ich mal ganz kurz in meinem großen Archiv suchen. Welchen Song willst du dir denn da direkt haben, Moment? Eigentlich kannst du das da ganz blind heraussuchen. Moment. Guck mal doch mal, was ich denn so in meinem großen Archiv habe. Oh, ganz viel. Come Fly With Me To The Moon, das ist ein bisschen blöd. Strangers In The Night, That's Life. I'll Be Seeing You. I Get A Kick Out Of You. The Lady Is A Tramp. Oh, Lady Is A Tramp ist ganz toll. Ja, das wäre ganz toll. Ja. Ganz toll. Richtig hübsch. Ja, komm, das kannst du spielen. Ja, das dauert einen kleinen Blick, bis mein Archiv das rausgesucht hat, aber das werden wir... Muss sozusagen aus dem Keller, aus dem... Ja, ich habe meinen Laufburschen losgeschickt, genau. Hochheben. Hab meinen Laufburschen gerade losgeschickt, der läuft gerade. Und da ist er auch schon wieder da, siehst du. Genau, das war eine schöne Sendung bisher. Wir machen nochmal einen Blick weiter. Hier ist Frank Sinatra, The Lady Is A Tramp. Was heißt das? Die Frau ist ein Tramper? Nein. Na gut, also Tramp bedeutet eigentlich Landstreicher, aber auch ist es so ein Begriff, was so eine Art, so wie eine Schlampe, ein bisschen so ein... Luder. Anrüchiges Luder. Ja, Luder ist eine gute Übersetzung. Diese Frau ist ein Luder. Ja, die Dame ist ein Luder, das in dem Lied, wenn du zuhörst, handelt es halt davon, dass diese Frau halt einfach macht, was sie will, sich nicht unbedingt drum schert, was irgendwelche Idioten sagen, sondern ihr Leben lebt und deswegen ist diese Frau ein Luder. Okay. That's why the lady is a tramp. Okay, here now Frank Sinatra on the Pirate Radio Germany. Frank Sinatra, the lady is a tramp. Nicht a trip. Trip ist so gut. This is Lady is a Trip. Nein, nicht ganz. Ah, übrigens, liebe Trolle, die bei uns in unserem Chat gerade sind, ich habe für euch einen Song gefunden.
Und ihr wisst ja, es ist jetzt 22:16 Uhr. Das heißt für euch, liebe Trolle, ihr müsst... Genau. Ich habe keine Zeit für euch, das könnt ihr vergessen. Der Sandmann, ich finde ihn toll. Früher auch immer geguckt. Ja, wer nicht? Ich hoffe, ihr geht jetzt auch wirklich ins Bett, diese Trolle. Ach, ich denke, das hat sie schon eingeschläfert und dann werden sie jetzt ihre süßen Trollträumchen haben. Ihre Trollträumchen. Ich denke, das wäre schon allein ein Thema für sich, für eine Nightline. Über das Leben und Streben des gemeinen Trolles. Des gemein wollüstigen Trolls, wenn dann schon, ne? Aber Trolle. Gibt es den Trollsong? Ich guck gerade mal. Ja, ich muss da gerade an Brems Tierleben denken. Der gemeine Troll gibt im Internet und ernährt sich von Aufmerksamkeit, die er gerne für seine Sinne verdreht. You've been trolled, you have probably been told, don't reply to this guy, he is just getting a rise out of you. Yes, it's true, you respond and that's his cue, you start trouble on super. The double, yeah. While he strokes his manly stubble. You've been trolled, you should probably just fold, when the only winning move is not to play. And yet you keep on trying, mindlessly replying, you've been trolled, you've been trolled, you've been trolled. Ja, ein Song passt eigentlich auch noch dazu, nämlich We Didn't Start the Flame War. Oh ja, das passt ja wunderbar, das ist immer wieder aktuell. Genau. Übrigens, 45 Leute tun sich das hier gerade noch an. Halb Deutschland hört noch zu. Also. Was? Leben 90 Leute in Deutschland? 45. Wenn du sagst halb Deutschland, dann müssten summa summarum 90 Leute in Deutschland leben. Ja, Schulze. Stimmt ja auch. Ja, halb Deutschland. Hier kommen We Didn't Start the Flame War. Dann werden wir es nochmal wieder. We didn't start the flame war. La 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 la. Ja, das Piratenradio hier mit der Forschungstorte noch. Die kippt sich gerade noch ein hinter die Binde. Was? Nichts. Haben sie gesagt zu dir? Nein. Meinst du, dass du noch hinter die Binde kippst? Ja, ich habe gerade nicht zugehört, weil ich meinen Kopfhörer nicht auf hatte. Also ja. Läuft Musik noch? Nee. Ach, wir sind on air? Ja. Aha, wie wunderschön. Hätte ich mal nicht sagen wollen. Ah, du bist natürlich wirklich, du bist heute wirklich nicht sehr sicher für die Arbeit. Wieso? Warum? Ach, Junge. Das Schätzelein. Ach, du bist nicht safe for work heute. Ah, genau, Matt Brain, Torti betrinkt sich im Radio mit Rotwein. Ah, ich hoffe, er ist trocken. Ja, natürlich. Ja, dann kannst du alleine trinken, wenn ich dir keinen mit. Ich trinke doch nicht so eine süße Plörre. Doch. Wo kämen wir denn hin? Du, ich bin ja so ein Schein, ich punche trockenen Rotwein mit Zucker. Ja, gut, dann kannst du ja gleich Glühwein trinken. Oder noch viel besser, dann könntest du doch sehr stilvoll dir eine Feuerzangenbowle gönnen. Das ist dann wieder was anderes. Die ist ja auch, sag mal, zermanscht. Ja, da hast du nicht, das ist nicht zermanscht oder gepanscht, sondern das ist wunderschöner Zuckerhut, der auf einer wunderschönen Feuerzange, wunderschön angezündet, mit ganz viel piratigem Rum und dann wunderschön abgeflamed. By the way, ich habe gestern Abend mir einen Grog gegönnt. Ja, Grog ist natürlich ein Klassiker. Ja. Also, wenn du es richtig schön haben willst, gibt noch einen Spritzer Zitrone dazu. Ja, den hatte ich nicht, aber es ging auch ohne Zitrone. Ja, hast du es mit Tee oder mit Wasser gemacht? Mit Wasser. Richtig, ich lobe dich. Tee? Mit Tee macht man das doch nicht. Ja, manche Leute denken, es wäre so. Ne, weiß er hier. Grog macht man so. Rummut, Zuckerkern, Waterbrook nicht. Hm? Ja, richtig. Und dann richtig steif. Ja, gut. Also ich denke, wir haben auf jeden Fall schön was sehr Interessantes rübergebracht für die Leute.
Ich hoffe auch. Auch wenn es natürlich sehr viel freundliche Trollereien gab, gehört ja nun mal bei sowas irgendwie auch immer dazu. Wir sind im Internet, die rechtsfreie Zone quasi, wie einige Politiker es immer sagen. Stimmt, man könnte ungefähr sagen, Trolle sind die offiziellen Staatsbürger des rechtsfreien Raums. Ja, die Internetanarchisten. Ja, die halt so vor sich hin leben und diesen ganzen alten Menschen mit Kugelschreibern ganz schön Angst einjagen. Ja, das können wir aber auch und das können wir auch ohne ein Troll zu sein. Ja, natürlich. Aber es kommt ja auch darauf an, wie du Troll überhaupt definierst, weil ich sag mal, es gibt einen Troll, der einfach um des Ärgerns willen eingreift und Leute einfach nervt, oder es gibt auch Trolls, die hingehen und einfach ganz spezielle Themen versucht zu pushen oder destruktive Diskurse zu unterbrechen, um Dinge ein bisschen auf eine andere Laufbahn zu bringen. Also es kommt einfach auf die Sichtweise an. Ja, wie gesagt, das sind dann, ja, was sind Trolle? Ja, wie gesagt, ich glaube, Trolle sind diese Klassenkleune, Kleune, wollte ich gerade sagen. Kleune, super. Klassenkleune, super. Klassenclowns, genau. Ja, ich wette, du warst auch früher Klassenclown. Nein, echt nicht. Nein, war ich wirklich nicht. Nee, ohne Flex. Ich war so damals in der Klasse, in der Schule eher so außenseitermäßig. Ohne Flex. Ja, gut, ich war sowas wie der Klassenclown. Das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen bin ich auch in der AG-Schnittchen. Ja, okay. Ob das nun reicht, ich weiß es nicht. Ah, gut. Ich sag mal, die AG-Schnittchen, ich habe leider nicht sehr viel dazu getan, aber ich habe es sehr, sehr toll gefunden, wie die Jungs da zum Bundesparteitag in Chemnitz sich sprichwörtlich ihr Hinterteil geöffnet haben, um da was auf die Beine zu stellen. Ja, das haben sie, durchaus. Ah, und währenddessen regt es sich im Chat, dass jemand eine AG-Trolle. Der M-Bingo. Da können sie sich dann mit Beschlüssen fassen, wo sie trollen, wie und was, und dann gleichzeitig vorher noch irgendwelche Protokolle veröffentlichen, damit alle sich retten können. Meine interessante Ansage, die auch vielleicht etwas sinnvoll erscheint, und zwar, wenn ihr helfen wollt, diese gesamten Cables der WikiLeaks-Geschichte auf Deutsch zu übersetzen, dann solltet ihr bitte mal auf in den Raum leakspin-de, also leakspin-de auf dem Anno-Ops-IRC-Server kommen. Genau. Also dieser Server, wo diese ganzen, sage mal, Angriffe gestartet wurden. Sind. Und die haben auch, wie jemand gerade sagte, sogar ein eigenes Wiki. Also wunderbar. Wo ein Wiki gibt, gibt es auch Nerds. Richtig, irc.anops-irc.org. irc.anops-irc.org oder wer sich Zahlen besser merken kann. 67.23.234.51 ist auch eine IP dieses Servers. 67.23.234.51. Genau, da könnt ihr, wie gesagt, die Cables mithelfen, ins Deutsche übersetzen, damit wir eine deutsche Wikipedia, wollte ich sagen, WikiLeaks-Ausgabe quasi mal bekommen. Wäre mal ganz toll zu wissen, weil, wie gesagt, nicht jeder ist im Englischen mächtig. Ja, im Übrigen, was jetzt rein Deutschland wieder betrifft, unser schöner Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. Was hast du ein Gefühl dafür? Denkst du, die ziehen es jetzt tatsächlich so durch hier in NRW, die CDU und die gesamten anderen Fraktionen, dass die tatsächlich wie auch immer geartet das ablehnen? Oder denkst du, es wird ein Berlusconi kommen? Meinst du das? Berlusconi ist ja dann der Koch, oder nicht? Also ich meine mit Berlusconi, wie es ja jetzt jüngst in Italien passiert ist, mit dieser Vertrauensfrage, diese Misstrauensabstimmung in Italien, wo man damit gerechnet hat, dass Berlusconi wohl aus dem Amt gejagt werden könnte, aber doch von seiner Partei mit Gejohle und Fahnengewedel doch immer noch an der Macht erhalten bleibt. Ja, mit Gejohle und Fahnengewedel kannte sich damals in den 40er Jahren auch jemand aus.
30er, ja, schon mit 20er, ja. Und ich hoffe, dass sowas nicht wieder passiert. Nach dem Motto, deswegen, wir machen das mal mit den Fähnchen und es hat funktioniert, das war das Paradoxe. Ja, ja, und ich sag mal so, von wegen Vergangenheit und so, ich hab auf dem Blog von Michael Moore, der ja selber auch der amerikanische Enthüllungsjournalist und Doku-Film-Impressionato, den wir ja alle kennen, spendet ja auch $20,000 an Julian Assange für seine Kaution und hat ein bisschen rumfabuliert, wie es wohl gewesen wäre, wenn es im Jahr 2000 herum schon ein WikiLeaks gegeben hätte, was vielleicht hätte verhindert werden können. Tja. Achenschaften. Das ist ein sehr interessanter Gedankenstrang, den man entlang gehen kann. Es ist doch eigentlich, sag ich mal, von Regierung durchaus immer gewollt, dass das Volk etwas dümmer ist, als es eigentlich sein sollte. Ja, natürlich. Und Michael Moore erwähnt zum Beispiel so Sachen, dass es irgendwie schon Warnungen gab, was zum Beispiel diese 11. September-Geschichte betrifft, aber geflissentlich und fast geplant, also laut Michael Moore, übergangen worden ist. Mhm. Was mir ja auffällt, ist ja zum Beispiel, ich sag mal, bei der Generation, die über uns ist, quasi, also unseren Eltern, dass die sich eigentlich gar nicht so wirklich dafür interessieren, was da mit WikiLeaks und so weiter gewesen ist. Sondern denen ist es relativ egal irgendwie. Nach dem Motto, ja, das ist schön, dass sie das doch irgendwie mal die Wahrheit veröffentlichen, aber ich bin jetzt doch zu alt, um noch mehr irgendwie was zu machen. Irgendwie so komisch halt, weiß ich nicht. Ich denke, dass diese Einschätzung, hast du vielleicht von deinem, weiß nicht, wie hast du diese Einschätzung gewonnen? Also ich sehe das nicht ganz so. Von meinen Eltern her, von meinen Gehirn. Also auch deine Eltern jetzt. Also weil ich jetzt generell also die Elterngeneration so sehe, dass es natürlich die Leute gibt, die sehr medien-TV-saturiert sind, in einer ganz anderen Gedankenwelt groß geworden sind und die Sachen eben ein bisschen vielleicht auch sträflich vernachlässigen. Andererseits gibt es auch genug Leute, die jetzt gerade vielleicht auch durch WikiLeaks so ein bisschen wachgeklingelt worden sind und vorher schon Stuttgart 21 und so, wo wirklich sehr viele in Anführungszeichen Normalbürger gesagt haben, wir haben genug, ich gehe jetzt auf die Straße, ich zeige meinen Protest wie auch immer, obwohl ich sonst überhaupt nicht der Typ dafür war. Und ich denke, es hat nichts mit Generationen zu tun, sondern mit dem Grad an Blick über den Tellerrand zu tun hat, den du wagst. Also mir fällt das nicht. Also mir fällt das nicht nur bei meinen Eltern auf. Es fällt mir auch bei anderen, ich sag mal, älteren Leuten aufgefallen, dass ja, ich sag mal, die politische Motivation allgemein oder überhaupt irgendwas in der Welt zu verändern doch sehr gering ist, finde ich. Ja gut. Wie sind deine Eltern denn drauf? Was meinst du? Wie sind deine Eltern denn drauf? Also meine Eltern sind interessiert, kriegen zwar zeitmäßig, weil sie halt viel mit ihrer Arbeit zu tun haben, nicht alles mit, aber reden mit uns, reden mit mir, weil die wissen, dass ich sowieso recht informiert bin und haben auch ihre eigenen Meinungen und haben ihre Sichtweisen, die sie entwickeln und finden zum Beispiel auch die Idee der Piratenpartei grundsätzlich ziemlich gut. Ihre eigenen Meinungen haben meine Eltern auch, ohne Frage. Ja, ich sag mal, politisch aktiv sind sie in dem Sinne auch nicht mehr, aber ich sag mal, sie sind keine apathischen Leute, die sich nur noch vergraben. Okay. Ich würde sagen, sie sind ein Mittelding. Okay. Ja, so sieht das aus. 22.33 Uhr mittlerweile. Machen wir nochmal Musik, oder? Komm. Hast du irgendwie Zeitbeschränkung heute? Nö, habe ich nicht. Ich bin jetzt hier und kann noch ein bisschen mit dir durch die Nacht. Durch die Nacht, oh mein Gott. So, und zwar gibt es nämlich passend für die Trolle nochmal was da draußen. Internet, LOL Internet. Kennst du auch? Herrlich, super. Klar. LOL Internet, Jakob Bienenmann oder so, wie hieß er? Ach, irgendwie so komischerweise. Ja, wir sind wieder hier, ich und die Torte. Meine Torte. Hi. Die wohl erotischste Frauenstimme, die es gibt. Du warst doch irgendwie vor kurzem bei Sixtus gewesen. Das war auch da gewesen. Ich habe es nicht genau gesehen. Was hattet ihr denn da aufgenommen? Ja, die Sache mit Sixtus war eine sehr interessante Sache. Und zwar hat er mit der mit dem Format Übermorgen TV heißt das, glaube ich, okay. Sozusagen
neues Land betreten, neue Serie begonnen, in der es sozusagen um Mockumentaries, also Fake, spekulative Dokumentationen um die Zukunft, also um die Entwicklung verschiedener Bereiche unseres Lebens, wie sie vielleicht in 10, 20 Jahren sein können. Und da ging es halt um Werbung und um Konsumenten. Und ich hatte also wirklich so eine Rolle, in der es darum ging, ich bin Chef eines Startup-Unternehmens, das aus diesem fiktiven Open Market, dieses fiktive Open Market-Konzept ging darum, dass Konsumenten ihre Produktideen einstellen können, teilweise sogar richtig Konstruktionspläne, Blaupausen und andere Firmen daraus dann wirkliche Produkte machen. Aha. Und das sozusagen die klassische Werbung, wie wir jetzt haben, und das sozusagen Firmen hingehen, sagen, wir sehen hier und da eine Zielgruppe, da und dort eine Nachfrage für ein gewisses Produkt X oder Y, wird es in dieser spekulativen Zukunft nicht mehr geben, sondern Leute sind sozusagen wirklich mit demokratischeren Konsumprozessen eingebunden. Und sie sagen möchten, ich möchte jetzt eine Figur einer eierlegenden Wollmilchsau haben mit rosa Unterhosen und Rüschen dran. Können Sie das ins Open Market stellen und kriegen das sozusagen auch produziert in der Qualität und im Material ihrer Wahl? Was ja heutzutage meistens teuer ist, oder man muss Glück haben, irgendeine Firma zu finden, die eben nach deinen eigenen Spezifiktion etwas herstellen, also, sonst kriegt man halt meistens. Also man kann sagen, dass in der Zukunft so sein wird, dass die Produkte, die wir bekommen, dass wir die uns selber erstellen. Genau. Wie sie uns gefallen. Das heißt, ich möchte eine schwarze Tastatur mit rosa Tasten haben, zum Beispiel. Zum Beispiel, wo dann auch noch Blümchen drauf sind. Und das Display, wo, ach, was auch immer. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Hört sich sehr interessant an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, man hat ja schon heutzutage was Ähnliches mit Spreadshirt, wo du hingehen kannst und sagen, ey, die T-Shirts, die ich im Laden finde, finde ich irgendwie total Banane. Und kann man sich selber ein eigenes Design machen oder irgendwelche Mashups aus vorhandenen Designs erstellen und sich so sein eigenes T-Shirt erstellen. Und ich denke, da wird es in Zukunft auch hoffentlich hingehen in irgendeiner Art und Weise. Denn immer mehr Leute sind interessierter und immer spezifischer in den Dingen, die sie haben wollen, die sie konsumieren wollen heutzutage. Es ist nicht so wie vor 30 Jahren, dass man sagt, okay, ich gehe in den Laden, ich möchte ein T-Shirt, es gibt gelb, grün und blau. Oh ja, ich finde gelb und grün ganz gut, nehme ich es mit, obwohl du lieber zart lila blau haben möchtest. Ja, klar. Also man, ja gut, also ja, man, es gibt halt Dinge, wo man sich denkt, ich finde sie ja ganz schön, aber ich würde sie doch lieber in einer anderen Variante kaufen, die etwas anders aussieht. Aber wenn das in Zukunft dann möglich wäre, warum nicht? Ja. Also, ja. Ich hatte irgendwo auch mal so eine komische, irgendwo sowas gesehen, das war in Hamburg, glaube ich, auch gewesen, haben sie mal vorgeführt, so eine Maschine, so eine Plastikmaschine, die dir produziert das, was du möchtest. Ja, es und ist Rapid Prototyping oder halt eben diese, auf gut Deutsch gesagt, diese 3D-Drucker, die meistens mit Wachs oder einem Harz funktionieren, dass man wirklich hingeht. Viele Produktdesigner oder in der Industrie benutzt man das ja auch schon. Und es gibt auch einige Hackerspaces, die und kleine Klitschen, die das Ding auch schon selber bauen, diesen Maker-Bot, den es aus USA gibt, wo man wirklich also ein Modell im Rechner erstellt und dieses Ding wird ausgedruckt, also in 3D dieses Modell aufgegossen und hergestellt, dass du sozusagen, wenn du ein Ersatzteil brauchst für irgendetwas, dann kannst du hingehen, die Spezifikationen in deinen Rechner reinschmeißen und das Ding wird dann aus der Maschine rausgeschmissen. Zum Beispiel meinen Akkudeckel von der Fernbedienung verloren zum Beispiel. Zum Beispiel genau solche Kleinteile. Die du nicht kriegst oder die sehr teuer zu bekommen sind. Ja, oder irgendwas für deine Waschmaschine oder neue, irgendwas, was mit der Dichtung deiner Waschmaschine zu tun hat. Was auch immer. Ja. Kannst du dann damit stellen und es... Man kann, denke ich, gehe ich auch davon aus, dass immer jeden Tag eigentlich
neue Entwicklung dem hingehend auch erstellt werden, dran gearbeitet wird und dass wir vielleicht in ein paar Jahren wirklich jeder von uns so einen kleinen Makerbot vielleicht im Zimmer stehen hat, wie heutzutage fast jeder von uns jetzt in unserer kleinen Sozialblase ein Smartphone hat, mit dem er ständig überall rumquaken und Dinge tun kann. Wobei ich glaube, es vielleicht auch von den Herstellern nicht gewünscht sein wird, das zu machen. Da geht's ja auch wieder um Urheberrechte. Ja. Ja, Patente. Gut, das kann man ja auch umgehen, indem es vielleicht auch Creative Commons Blaupausen gibt. Ja. Also ich denke mal, wenn ich eine Blaupause irgendwie erstellen würde für einen Teil einer Fernbedienung, diese Klappe, die kaputt gegangen ist für Gerät X, würde ich sagen, klar, okay, ich habe es ein bisschen abgewandelt, es passt, aber Leute, raus damit, Hauptsache ihr sagt, wer es gemacht hat. Oder was auch immer. Ja, aber wir sehen, was die Zukunft uns noch bringt. Was denkst du, wie sieht die Welt in, sag ich mal, 10 Jahren aus? Ich denke, der Zeitpunkt, an dem du jetzt diese Frage stellst, ist sehr interessant, denn... Warum? Um es jetzt mal auf so etwas poetischere Art und Weise auszudrücken, die Achsen der Welt in Bewegung. Aktuell ja. Ja. Wenn du dir anschaust, was schon jetzt im Vorfeld in unserem kleinen deutschen Digitalherbst um Stuttgart 21, Castor, diese ganze neue Bürgerrechtsbewegung entstanden ist und dann sozusagen dieser große Knall auf globaler Ebene mit WikiLeaks. Es ist was in Bewegung und ich fühle mich bezüglich der Zukunft ein bisschen anders als vor ein paar Wochen, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte eine Zeit, in der ich wirklich gedacht habe, oh je, wo steuern wir hinzu? Möchte ich überhaupt sowas überhaupt um mich rum haben? Was kann ich tun, um das zu ändern? Wie bin ich überhaupt jetzt als Einzelperson oder dann weitergedacht als Teil der Piratenpartei dazu überhaupt in der Lage, richtig einen Überwachungsstaat zum Beispiel, die Einführung von INDECT, ACTA und so weiter überhaupt abzuwenden, sind wir dann sowieso nicht schon allein Nummern zu verwaltende Dinge von einem großen Machtapparat, aber... Eine Nummer sind wir ja schon auf dem Personalausweis, ja, eben, in dem aber Sinne. Mit der Steuer-ID auch erst recht. Eben, aber ich sag jetzt mal, was diese neuesten Entwicklungen betrifft, finden halt auch in sehr vielen Köpfen und auch in den Medien und man sieht einfach in der Öffentlichkeit, auch vielleicht ist es auch selektiv nur von mir, ich weiß es nicht, aber ich sage das jetzt einfach frei von meiner Leber aus, merke ich einfach, dass es sehr viel positivere Anstalten gibt, Dinge zu ändern, Leute, die aufwachen und sagen, ey, es geht nicht mehr weiter und schau dir, hast du es mitgekriegt, was da in CNN gelaufen ist vor 1-2 Tagen mit diesem Interview, den sie mit diesem ehemaligen CIA-Analysten geführt haben? Nee, eigentlich nicht, aber kannst du gerne mal kurz erzählen. Ja, und zwar hatten die sich eben diesen ehemaligen CIA-Analysten da rangeholt im Interview und ich hatte so den Eindruck, das war halt einfach so, dass die einfach erst ihn zu Julian Assange und überhaupt befragen wollten und natürlich davon ausgegangen sind, dass er auch diese Kontraschiene fahren würde. Und der Moderator, der sah wirklich aus, als ob man ihm geradewegs zu guter gesagt in die Fresse gewichst hätte, als er sagte, no, actually, he's doing the right thing. Und er in diesem Interview ein klares Pro-Plädoyer für Julian Assange gehalten hat, mitten im CNN. Okay. Wo Millionen von Amis und anderen Weltbürgern zugucken. Ja, und bei Fox News wäre es was Besonderes gewesen. Was? Bei Fox News wäre es was Besonderes gewesen, das stimmt ja, wohl. Ja gut, Fox News ist nun mal halt auch... Ja, die wollten ihn doch auch umbringen. Ich würde sagen Reichspropaganda von die Amerika, aber das ist was anderes. Was es da außer Fox News noch gibt da drüben, da würden dir die Gedärme einfrieren. Also ist Fox News nur der Gipfel des Eisberges, der hier rüberschwappt oder wie? Ja, würde ich sagen. Also als ich vor 5 Jahren drüben war und sonntags laufen da wirklich diese ganzen evangelikalen Priester so über die Mattscheibe, von albern dämlich bis strunzgefährlich. Ja, sind das nicht diese Shows? Ich glaube, einer davon läuft hier, glaube ich, auf das 4. The Power of Hour oder so eine Scheiße da. Ich weiß, was du meinst. Die Power Hour oder sowas. Ja, sie lief doch früher schon auf NBC Europe und so.
diese komische Kirchenschuld, aber es kommt auch aus Amiland da irgendwie. Ja, ja, das ist aber noch relativ harmlos. Es gibt auch Fernsehprediger, die wirklich hingehen und wirklich ganz knallhart auch auf der politischen Ebene den Leuten mit sehr einfachen Sätzen, mit Beihilfe von sehr einfach dargestellten Zusammenhängen ziemlich gefährliches Gedankengut einimpfen. Also wir kennen ja diese Taktik von einem Menschen mit einer schlechten Frisur und einem schlechten Bartracht aus den 30er, 40er Jahren in Deutschland. Ja, aber und ja. Da gab es den einen Fernsehprediger, mir fällt jetzt sein Name nicht mehr ein, aber laut meines Gastgebers ist er schon seit Jahren unterwegs, Jahrzehnten, und er meinte dann so, es ist mir so in Erinnerung geblieben, grauer Hintergrund, grauer Anzug, graues Gesicht, graue Haare. The European Union is the new Roman Empire. It must be overcome. Und das Einzige, was mir da einfach durch den Kopf ging, war ein riesengroßes, schallendes Facepalm. Und wer ist hier das Roman Empire, Schätzelein? Die EU sicher nicht. Das war halt noch in diesen Nachwehen von Schröder war noch in der Macht. Ja. Von diesem Nein, das Schröder damals zu dieser Coalition of the Willing gegeben hat. Und die Amis waren ja damals auch ziemlich, haben sich auf den Schwanz getreten gefühlt. Und ja, die machen nicht mit bei unserer Sache und überhaupt und sowieso, die Deutschen sind fies. Und Europa sowieso. Und da gab es ja auch Vergleiche, die teilweise schon auch ziemlich dämlich waren, von wegen, ja, die EU, die bildet sich wohl ein, sie wäre die Föderation wie in Star Trek. Frieden allumfassend und denkt, sie hat die Wahrheit gefressen. Und das waren halt irgendwelche Amis in irgendwelchen Großmedien, glaube ich, irgendwie Fox oder sonst was, die sowas vom Stapel gelassen haben. Ich glaube, die Kirche und der Staat sind noch weniger getrennt als in Deutschland, oder? Ja, dort ist die Kirche ja nicht ganz so, sagen wir mal, so institutionalisiert wie hier durch diese Amtskirchen. Hm. Aber die Kirche dort ist viel mehr verquickt, schon allein von der ganzen Tradition her, auch wenn die Verfassung deren was ganz anderes vorsieht. Aber Fängt doch da schon an mit God Bless America. Und schon allein, welche Leute damals die Amerika kolonisiert haben. Was waren das denn für Leute? Religiöse Flüchtlinge aus Europa, die gar nicht mehr reingepasst haben, um ihren ganzen Käse weitermachen zu können, mussten sie Land gewinnen. Auf gut Deutsch gesagt. Und da sieht man, sind einfach diese kulturellen Wurzeln da noch drin. Ich hoffe, ich klinge jetzt nicht amerikaphob, aber es ist nun mal so. Es gibt natürlich andererseits viele, 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 viele Amis, die sehr wache Gehirne haben, die natürlich auch etwas versuchen dagegen zu tun, gegen diese Verdummung. Ja gut, das ist richtig. Ich meine, zum Beispiel in Amerika kommt ja auch die glorreiche Scientology Church. Ach Gott. Wo wir wieder bei Anonymous fast wären. Ja, stimmt, die hatten ja da auch so, wann war das? Ich glaube so 2 Jahren oder so hatten die ja auch da so irgendwelche Sachen am Laufen. Und ja, es gibt halt immer Leute, die online wachsam sind. Es gab ja auch noch vorher von Anonymous, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, das ist sehr interessant heutzutage, ich glaube, der kam aus Kanada, ein Pädophilen, den sie überführt hatten, Chris Forkant oder sowas, der tatsächlich per Chat von denen, also so ein bisschen Tatort-Internet-mäßig, so angelockt worden ist und dann der Polizei übergeben. Okay. Ja. Also ohne Porno-Steffi und ohne irgendwelche Innocence in Danger-Sachen, sondern es sind einfach Leute hingegangen, sagten, hey, komm, diesen Idiot werden wir mal zeigen. Ja, obwohl es natürlich auch sehr streitbar ist, aber das sind Leute, die nicht mit Hilfe von RTL 2, nicht mit Hilfe einer Ministergattin und nicht hingegangen sind und gleichzeitig Vorratsdatenspeicherung und Websperren gefordert haben. Ja. Das ist für mich der eklatante Unterschied. Das ist vielleicht auch irgendwo Aktionismus, aber es sind einfach Leute, die hingehen, was tun und bewerte das jetzt hier nicht, aber ich fand einfach jetzt, als diese Tatort-Internet-Geschichte da anfing, musste ich einfach daran denken. Ja, die Amis haben so ein anderes Rechtsverständnis. Wir machen jetzt nochmal Musik und dann melden wir uns wieder. Jetzt gibt's einen Wunsch aus dem Chat. Binärpilot.
mit Geeks. Ah, ich bin auch so ein halber Geek hier. Bis gleich. Super. Ah. Torte. Dieses Piratenradio 22:56. Das ist Binärpilot mit Geeks. Und die kommen, glaube ich, aus Norwegen, oder? Wo ich das richtig eben gesehen habe. Glaubt, die kommen auf jeden Fall ziemlich gute Musik. Gefällt mir. Ja, definitiv. Ist das Creative Commons? Ja, es ist Creative Commons Musik, genau. Ah, so, sehr schön. Kann man sich das auf Binärpilot, ich guck mal, wie das. Binärpilot.no, genau, binär mit AE natürlich, vom Nordland, ja, das ist das Album übrigens, das, wovon ja, dieser vom Titel... vom Nerdpol sozusagen, genau. Wie unser Radiomotto. Ja, so in der Art, genau, guck gerade mal, wo die
wo die herkommen. Aber die kommen wohl aus Norwegen, so wie das. Ja, die kommen aus Norwegen. Genau, der Macher zum Beispiel, das ist der Alexander Stöver, der kommt aus Oslo. Genau. Ah. So, aber jetzt hat der Marax im Chat einen sehr interessanten Einwurf gemacht. Er fragte, was hält die Torte von der Freiheit von Gutenberg Promotion Tour im Kontext zu Amerika? Da habe ich einiges zu erzählen. Und zwar, ich weiß nicht, wie viele von euch, ich maß es mir jetzt einfach mal an aus meinem Alter heraus, überhaupt damals diesen ersten Golfkrieg 1990 rum wahrgenommen haben, als also Saddam Hussein hingegangen ist und Kuwait überfiel. Wie alt war ich? Da war ich 5 Jahre alt. Ja, eben. Und ich habe das halt schon etwas genauer mitgekriegt damals. Und die Sache war, Hussein dachte eigentlich, Amiland wäre sein Freund und könnte da rein und überhaupt und Öl, bla bla bla. Ich gebe das jetzt sehr vereinfacht wieder. Und Amiland fand das aber gar nicht lustig, hatte da eine ganz andere Brille an. Und es gab auch eben diese Situation, dass verschiedene Länder einfallen, also da intervenieren sollten. Und Deutschland wurde eben auch mitgefragt. Und so wie ich mich erinnere, gab es eine riesen Bestürzungswelle. Bundeswehrsoldaten sind tatsächlich auch mit in den Irak reingegangen. Und allerdings halt mit sehr viel Vorbehalten und sehr viel Beschränkungen, also als reine Hilfstruppe. Ich glaube, mich zu erinnern, möge mich jemand auch korrigieren, auch rein für Maintenance, also Sachen wie technische Hilfe, Bereitstellung von Dienstleistungen und so weiter. Und als dieser Golfkrieg sich entfachte, hatten sie damals in Deutschland auch den Karneval abgesagt. Da fand in Köln vielleicht ein kleines trauriges Ding statt und es wurden auch sonst in ganz Deutschland zu dieser Jahreszeit, auch bei mir in Süddeutschland, die Fasnet abgesagt und es hing sowas wie eine schwarze Glocke. Und man hat sehr viel darüber geredet und vor allem darüber geredet, wie die Bundeswehr sich eigentlich in solchen Situationen zu verhalten hat. Und damals war ja auch die Situation mit den alliierten Besatzungsmächten noch viel näher als heute, 20 Jahre später. Ich erinnere mich noch, wie französische Garnisonen noch betrieben worden sind in ihren letzten Zügen. Ich erinnere mich, wie ich aus dem Fenster meiner Schule gesehen habe, wie die französischen Panzer abgezogen sind von den Besatzungen. Also die letzten Zeichen des Zweiten Weltkrieges sind da noch an mir vorbeigezogen als junges Mädchen. Und damals waren die Deutschen sehr viel Englisch würde man sagen, they had more humility. Oh ja, Velocity spielt hier gerade noch seine lustige Musik und hat ein bisschen durcheinander gebracht. Egal. Nee, auf jeden Fall waren halt diese Schatten vom Zweiten Weltkrieg noch da und auch diese Gedanke, dass die Bundeswehr eine Armee ist, die sich eigentlich abzuschaffen hat irgendwann. Eine reine Verteidigungsarmee, die da ist, falls wirklich jemand hingeht, sie wollen jetzt alle unsere Bomben auf Deutschland richten, dann müssen wir natürlich was tun. Aber ansonsten sehr verhalten waren, was Auslandseinsätze betraf. Und das hat sich jetzt binnen 20 Jahren um 180 Grad gedreht. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, wie ein Verteidigungsminister mit einem Talkmaster mitten im Krisengebiet da so eine Medienshow abzieht. Ich weiß nicht, was denkst du dazu, Schulze? Wie gesagt, ich habe davon nicht viel mitgekriegt. Also ich habe mich jetzt auch nicht allzu. Heutzutage. Wie du es heutzutage wahrnimmst. Tipp. Du weißt ja, dass Johannes B. Kerner mit Kriegsken und Moral-Barbie nach Afghanistan geflogen ist. Genau, richtig. Eben. Und wie mutet das denn für dich an? Für mich ist das Propaganda. Kriegspropaganda. Ja, die wollen noch den Deutschen zeigen, was unsere Jungs dort machen. Ja. Quasi, was sie Gutes machen.
und zeigen, wie man unsere deutschen Soldaten ehrt. Das ist für mich so ein analoges zu Support our troops, wie es in Amerika überall die ganze Zeit herum. Aber wieso diese Aussage gab es, glaube ich, dieses Jahr auch schon mal von irgendwie von der Politik, dass wir doch bitte mehr die deutsche Bundeswehr unterstützen mögen, weil sie ja im Afghanistan sind und so weiter und so fort. Ja, Ich hatte gestern so einen kleinen Jahresrückblick ja gemacht und ich hatte gestern, das Thema Bundeswehr kam ja auch nochmal, sind ja so einige gestorben dieses Jahr. Ja. Und dazu meinte ich eigentlich ja selber schuld. Die sind da selber hingegangen, die wussten, worauf sie sich einlassen. Da müssen sie doch nicht noch erwarten, dass die Zeit Deutschland wegen diesen Leuten trauert. Mein Gott, die bieten Geld dafür, dass sie da hingehen. So. Und weiß ich nicht. Ich verschwende an diese Mörder keine Träne. Tut mir leid. Naja, hältst du es ist apropos, wo du sagst Mörder, da gab es auch vor einigen Jahren, über 10 Jahren, doch diese Sache, ich glaube auch Bundesverfassungsgericht, das festgestellt hat, dass es nicht strafbar ist, dieses von Tucholsky, glaube ich, dieses Zitat, Soldaten sind Mörder von sich zu geben. Sind Mörder, verdammte Scheiße. Naja. Die haben eine Waffe in der Hand und die sind dazu ausgebildet, professionell Menschen umzulegen. Ja, so. Ich sag mal so, das ist einfach dieses staatlich verordnete Einfallen irgendwo, sei es ein Konflikt, was auch immer, um Probleme zu lösen, die halt eben mit Waffengewalt sind. Und natürlich dieses einkalkulierte, ich muss Gegner oder irgendwelche Leute umbringen. Ja, da fängt das kann man ja noch weiter spinnen in der Hinsicht. Das ist eine totale Doppelmoral, die wir schon haben. Die Wehrpflicht, die ist ja jetzt bald ausgesetzt, Gott sei Dank. Ja. Wie lange ist das her? Also über 50 Jahren. Heißt es, falls ein Verteidigungsfall ja, falls das ist, okay, das ist. Kann es immer noch die Wehrpflicht wieder sofort automatisch eintreten. Also das muss man noch im Hintergrund behalten. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass kein Verteidigungsfall eintritt. Und wenn ein Verteidigungsfall eintritt, ist die Welt eh vorbei. Dann habe ich auch keinen Bock mehr davon abgesehen. Gehen wir mal, ich sag mal, die Leute werden jetzt diese Wehrpflichtigen werden dazu ausgebildet, Menschen zu töten. Forderten die Politiker, Killerspiele müssen wir verbieten. Ja. Geht's noch? Also ich wundere mich über die Debatte, weil in Amerika ging das ja ganz anders. Da gibt es dieses Computerspiel als Rekrutierungswerkzeug, America's Army oder sowas, wo du wirklich im Computerspiel den realen Krieg, der stattfindet, spielen kannst und dann Werbung bekommst. Möchtest du das sozusagen auf ganz knallhart in echt machen? Komm doch zum Rekrutierungsbüro vorbei und werde Soldat. Die gehen auch in die Schulen und sprechen Leute auf irgendwelchen Parkplätzen an, von irgendwelchen Supermärkten und so weiter. Michael Moore hatte das so schön in Bowling for Columbine mal gezeigt. Ja. Ich weiß nicht, ob du den Film schon mal gesehen hast. Ich würde ihn dir mal empfehlen, anzuschauen. Ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. Es ging ja da, glaube ich, um die Amokläufe in... Genau. Genau. Wo auch das Thema Computerspiele oder eben auch die Musik, die ja angeblich so gewaltverherrlichend ist. Marilyn Manson hat da sehr schön Aussagen getätigt dazu und ja, einfach, das sind einfach Menschen, sag ich mal, die Situation versuchen dahin zu lenken, damit sie letztendlich das bekommen, was sie wollen. Mhm. Moral hin oder her, eine Doppelmoral ist schon fast implizit in diesem System. Ein Zitat übrigens von Albert Einstein möchte ich gerade mal loswerden, der im Chat auch kurz angeschlossen wurde. Oh ja, lest den vor, und zwar nicht, wem bewusst ist, dass er im Atomzeitalter lebt und sich dem Militärdienstzwang trotzdem nicht widersetzt, gedankenlos in die Kasernen trottet, obwohl er den Kriegsdienst verweigern kann, dem kann ich nicht einmal mehr bedauern. Er hat nur durch einen Irrtum seinen Großherrn bekommen. Das Rückenmark hätte ihm völlig genügt. Das wollte ich mal als Zitat. Das passt eigentlich ganz gut. Und ein zweites gutes Zitat von ihm ist eigentlich, ich bin sicher, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im Vierten werden die Menschen mit Stöcken und Steinen kämpfen. Ja, das ist wahr. Manchmal scheint es einem wirklich so. Gut, ja. Schulze. Gut, Torte. Ich denke, es ist jetzt kurz nach 23 Uhr. Wie war es, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören, ne?
Genau. Ach, Americans Army, sagt Spirale. Ja, Vicky DeVries das Spiel auch, super. Genau. Ihr könnt ja mal danach googeln, was das ist. Kann man sie auch runterladen, ja. Runterladen und euch mal so richtig vom amerikanischen Kriegsaktionismus anstecken lassen oder einfach mal ein relativ gut gemachtes Computerspiel genießen, aber halt mit einem guten, intelligenten Abstand dazu, weil ich sag mal, wenn es sowas gibt und man den intellektuellen Abstand hat, gibt's ja nichts dagegen, dass man es nicht trotzdem mal spielen kann. Eine Sache möchte ich ja noch. Es wurde jetzt vor Tagen dieses Computerspiel herausgegeben, das an der Grenze der DDR ja, spielt. Ja, ganz. Das ist also dieses Add-on für Half-Life 2, glaube ich, ja, war das gewesen. Da hatten sich ja damals, wo es eigentlich veröffentlicht werden sollte, ja 1000 Leute schon drüber aufgeregt. Ja, dabei, ich sag mal selber, als Historiker für mich, finde ich das eigentlich einen sehr, sehr interessanten Ansatz, wie man geschichtliche Themen auch so medial aufbereiten kann, dass du es sozusagen auch irgendwie miterleben kannst, damit du weißt, wie ist es als Mauerschütze, wie ist es dazustehen und auf einen Flüchtigen, Republikflüchtigen zu schießen. Wie ist es selber, als jemand da durchzurobben und zu versuchen, dass diese Mauerschützen mich nicht kriegen? Ja. Ich würde sagen, es ist eine Anwendung des Genres Ballerspiel, auf gut Deutsch gesagt, diese Shooter-Thematik, historisch wunderbar eingesetzt. Und es ist ja beileibe nicht gewaltverherrlichend. Ja, und das wurde ja mal gleich in Grund und Boden, gestampft. Von ja, der Presse. Was der von Bauer nicht kennt. Der Fredernet, aber wieder ein Generationskonflikt. Ja, Generation. Ich würde eher sagen Mentalitätskonflikt, weil 100% an der Generation kannst du es nicht festmachen. Ja gut, das mag vielleicht sein. Ja. Ja, weil es gibt auch genügend Leute, die sehr gerne und sehr begeistert Video- und Computerspiele spielen, die auch jenseits der 30 sind. Das stimmt wohl. Mein Vater auch. Der schießt immer Moorhühner ab. Cool. Ja, das hat ja damals fast jeder getan. Das ist cool. Ja, tut er immer noch. Ah, oldschool. Wer sich gerade wundert, wieso ich hier ein bisschen schmatze, ich habe von meiner Mutter nämlich so eine große Box mit Colaflaschen und die hatte ich auf der Heizung. Ein Care-Paket. Und da sind ein paar geschmolzen und die lecke ich gerade auf. Oh, du ein perverses Stück. Mm. Ach, übrigens, der M-Pingu hat noch einen sehr schönen Link preisgegeben im Chat. Das ist www.pirate-gaming.de. Ich würde sagen, die Jungs auf jeden Fall unterstützen. Surf mal vorbei, schaut mal, was es da gibt. Vielleicht habt ihr ja Lust mitzumachen. Und die von Lungs von pirate-gaming.de werden auch demnächst bei uns einen Podcast haben. So viel kann ich schon mal sagen. Ich hoffe, die Northcon, oder? Nee, nicht wegen Northcon, allgemein. Ja? Dauerhaft. Podcast. Sehr schön, das finde ich gut. Ach ja, und natürlich der Link zu diesem besagten Spiel, welches wir gerade erwähnt haben, Schätzelein. 1003, also 1378km.de, also 1378km.de, da könnt ihr euch dieses Add-on herunterladen und mal als Grenzschütze euch engagieren quasi. Oder natürlich auf der Seite des Republikflüchtlings. So. Ja, eben. Und ich finde, der Titel schon alleine ist ja überhaupt nicht reißerisch. Also die Länge des Grenzstreifens anzugeben, eben die 1378 Kilometer, anstatt irgendwie Epic Mauerschützing oder sowas. Also ich denke auch, wenn man schon an den Titel, an den Kopf der Sache rangeht und sich guckt, wie sieht denn das Antlitz dieses Spieles aus? Kann man, wenn man seinen sozusagen nicht nur ein Ganglion, also irgendein Rückenmark hat, sondern auch ein funktionierendes Gehirn eines Homo sapiens, kann man erkennen, dass das nichts Schlimmes ist. Gut. Okay, dann schließen wir, denke ich, die Sendung damit. In diesem Sinne sage ich danke, Herr Forschungstorte, für den gesamten Dienst heute hier. Ich habe dir noch, also ich habe dir gesagt, ich erfülle noch einen Wunsch. Und das tue ich auch. Den 8-Bit-Trip mit von Ram Dragage. Oder wie auch sie heißt. Mit den schönen Abend noch. Jo, ciao, schönen Abend. Tschüss. Ja, Rampage mit dem 8-Bit-Trip hier im Piratenradio.
Ja, das war's dann auch hier von mir live aus Schleswig-Holstein. Ich wünsche euch jetzt noch eine angenehme Nacht. Es geht jetzt weiter mit Music Nonstop. Das heißt, unserer wunderschönen Playlist. Und im Laufe der Nacht, beziehungsweise spätestens morgen, wird dann das Interview mit dem Erwin natürlich online gestellt werden. Dann könnt ihr euch das nochmal runterladen und dann nochmal in aller Ruhe nachhören. Genau. Ich freue mich schon drauf, dass ihr dann den MP3 vielleicht runterlädt. Und wir hören uns dann spätestens wieder, würde ich sagen. Bald. Ja, geht schneller, als euch wieder lieb ist. Okay, ich wünsche euch einen angenehmen Abend und eine Produktion des Piratenradios im Jahre 2010. Tschüss, bye bye und auf Wiedersehen.